Wieder mal wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Dinner für zwei. Meine Gäste heute sind was ganz Besonderes. Sie ist eine wunderschöne, großartige Schauspielerin, Sängerin, Kabarettistin und die charmanteste Moderatorin Österreichs. Gestern noch in Studio 2, heute bei uns in ORF 3. Verena Scheitz. Er ist ein ebenso wunderbarer Schauspieler, großartiger Kabarettist und ich glaube, es gibt in den letzten 30 Jahren keine einzige Fernsehproduktion, bei der er nicht dabei war. Und er ist der Inbegriff des Wiener Motschgaranten Reinhard Novak. Oh, einen Wunder, Sie sind da, küsst der Hand, liebe Stefan. Wir kennen uns nur auf die Entfernung, es ist Fahrrad wegen der Krankheit. Ja, ja, ah, beide nicht haben. Bitte setzen Sie sich hin, schneidet euch ein Foto. Danke für die schöne Vorstellung. Okay, Sie haben. Bitte, liebe Gnäfer, bitte. Bitte schön. Danke für mich. Ein kleiner Aperitif vorweg. Vielen Madame, Dank. Dankeschön. Bitte schön. Lieber Herr Novak. Ja, danke schön. Bitte schön. Bitte schön. Ich werde Ihnen heute ein dreigängiges Menü servieren. Das schau her. Ja, Sie haben bei jedem Gang eine Aufgabe zu erfüllen. Jesus. Es gibt keinen Preis. Ja. Bei uns weiß, Sie kriegen eh was zum Essen. Und in Zeiten von Corona haben wir uns gedacht, was Praktisches. Was macht man mit einer blöden Statue? Ja. So, der andere wäre so nett, wenn er die Aufgabe errät. Mhm. So, wir beginnen gleich einmal mit der Einstandsfrage. Das ist eine Aufwärmrunde. Liebe Frau, bitte schön. Ich danke dir. Die bitte ich, beide Herrschaften zu beantworten. Ja, okay, gut. Beide. Wenn du ein Sexspielzeug wärst, welches wärst du? Was ich? Du fragst mich jetzt. Ja. Was werden? Ich darf nicht antworten. Ich kenne nur an wie Dildo, heißt das? Dildo, ja. Vibrator. Dildo, ja. Vibrator, ne? Kondom. Ja, naja, Kondom ist ein Spielzeug. Ja, ich weiß, wir spielen Stunden damit. Nein, ich glaube, ich wäre ein ganz kuscheliger Vibrator. Also so. Ja, ein kuscheliger Vibrator. Das muss ja hart sein. Nein, mit dem ja nichts, mit dem er zuerst kuschelt und dann wieder hart. Also. Träum weiter! Und was wären Sie? Was wäre ich? Ich wäre ein sehr stylischer Vibrator. Es gibt ja so die normalen, die grauslichen, die nichts gleich schauen, die schier ausschauen. Die genau. Herr Novak. Ja, also, okay. Auch beide beantworten. Da brauche ich einen Schluck, wenn es die Fragen so weitergehen, Kinder. Welche Ausrede hat dir bis jetzt immer geholfen? Die U-Bahn hat keinen Parkplatz gefunden. Wirklich, das ist aber cool. Ja, gratuliere. ich hab's vergessen. Ist das die also, Ausrede? Die Ausrede, also, okay. Ich habe schon geantwortet. Ja, ich hab's vergessen, Entschuldigung. Das ist, ja, aber passiert mir ganz, ganz selten. So, bitte, also, bitte weiter zu plaudern, ich hole derweil den ersten Gang. Tatsächlich. Okay. Da bin ich aber gespannt. Oh. Na, das ist nicht schlimm. Hm? Das ist ein Bier. Weißt du, in Zeiten von Corona. Ja. Entschuldigung. Glück gehabt. So. Liegende Frau, wir haben einen Salat. Danke. Heute für Sie. Mit Joghurt-Dressing. No. Oder? Oder? 1 Euro für Ihre Gedanken, liebe Knepper. Bitte schön. Herr Novak, Ihre erste Aufgabe. Okay. Also bitte nur leise lesen. Sie können laut, wer blöd, weil dann weiß der Kollege gleich. Gut. Und Sie, wenn Sie so nett werden. Aber ich bitte darum. Lieber. Küsse an, liebe Knepper. Lieber. Und zwar voll, bitte. War das vorher leer? Ganz voll. Schauen Sie, das ist alles nur für Sie. Das ist gar nicht. Was ist das? Ein Rosé-Sekt. Ah. Möge das Dinner beginnen. Zum Wohl. Zum Wohl. Sauf nicht so viel, bist du ja schon blau. Tja. Nein. Ich bin überhaupt nicht. Wie komme ich überhaupt drauf, dass ich besoffen bin? Weil es schon ihr zweites Glas ist. Ja,
das ist einfach wirklich, das ist eine Sauerei, dass die Leute das immer glauben. Das ist bei mir ja, einfach berufsbedingt jahrelang. Ja, ich will sagen, eigentlich Jahrzehnte ja, bin ich schon unterwegs. Ja. Was bei mir, was da, nicht, was da Leute schon mitgefahren sind, was ich alles schon um einen Ton geführt habe. Wirklich. Ja, aber nein, die haben sich gefreut. Ja. Die haben die dem nicht gefragt, ja, hört sich. Ja. Und aber schau, seit sie da den Führerschein weggenommen haben, ist halt so. Kannst du das halt nicht mehr um dumm führen, weil sie halt auch Angst haben, dass du das wieder einbuserierst irgendwo, Spatzi. Jetzt sei mir nicht böse. Selbst der Fiaker, selbst die Pferde haben Angst vor dir, wenn du besoffen aufsteigst. Es geht halt nicht mehr. Wenn ich. Ja. Super! Ja, genau deswegen kann ich ihm dort nicht mehr aufsteigen. Was, ja? Ein Fiaker? Ja. Weil? Warum? Weil ich von den ganzen Leuten, ja, ich darf bloß es nicht mehr. Ich darf bloß es nicht mehr, weil ich, ja, ich habe Burnout. Vom Fiaker vor? Ja. Die stehen ja alle im Stall. Naja. Darf ja keiner mehr fahren? Naja, das mit den Rossbämmel, das ganze Zeug, das macht mich einfach fertig. Haben Sie eine Vermutung, liebe gnädige Frau? Ich glaube, das letzte. Küsse. Nein, denkt man, um Spritzwein. Nein, aber Fiaker war schon nicht schlecht. Wie kommst du, wie bist du auf das gekommen überhaupt, Fiaker? So, ja, das ist total rausgekommen. Das ist noch nie passiert. Ich habe dem Herrn Nowak schon sehr oft gespielt, der hat noch nie lachen müssen beim Spiel. Aber Sie, liebe, würden Sie es auflösen? Ich bin ein betrunkener Fiakerfahrer, der bei der Amtsärztin ansucht um Frühpension wegen Burnout. Und wieso sagst du, davor schon wenn du Fiaker aufsteigst? Das ist lustig. Die Assoziation ist großartig. Ich glaube, über den Häupl bin ich auf den Fiaker gekommen. Nee, Frau, das ist Telepathie. Häuplich. Ich darf jetzt nicht erzählen. Was ist das, Avocado oder Schafkäse? Schmeckt fast ähnlich. Ich glaube, es ist ein Schafskäse. Ja? Küsse Hand. Möge das Thema beginnen. Sie müssen sich vorstellen, der war alles. Der ist alles für mich und der wird immer alles sein für mich. Und wissen Sie, wie wir uns das erste Mal begegnet sind, ja. Das war so, es war so einfach. Man hat nicht viel tun müssen. Es war einfach klar, dass wir zwei zusammengehören. Ja, alles nicht. Und, wir? Nein, was? Also, ich verstehe es nicht. Nein, nicht wir. Nein, nicht wir, um Gottes Willen. Nein, nicht wir. Nein, ja. Nein, es geht schon um viel. Also es ist, also allein der Anblick, ja, der groß, stark, schön, weich, man fühlt sich wohl, man fühlt sich geborgen, es ist so ein, man also, kann sich anlehnen an einer Schulter, ja, und der ist immer da. Und wenn ich das jetzt nicht durchsetze und wenn sie mir das nicht erlauben, wenn sie mir das nicht erlauben, ich weiß es wirklich nicht, wie es weitergeht. Naja, aber ich möchte, nein, es ist wieso essentiell. Fragen Sie mich da jetzt wegen Erlaubnis? Sie wissen genau, worum es geht. Sie haben uns letztes Mal erwischt. Naja. Ja, sie haben uns letztes Mal erwischt, ja, sind reingekommen und haben gesagt, was machen Sie da? Habe ich gesagt, naja, ich kann es Ihnen auch nicht länger verheimlichen. Er hat nur geschaut, ja, es hat ihm halt die Stimme verschlagen. Ich war drin, ich habe dann für uns beide geredet und ich finde es in Ordnung, wenn ich jetzt hier sitze und Sie ernsthaft darum bitte, dass Sie es uns gestatten. Ich weiß, was ich an Ihnen habe und also ich hoffe es zu wissen. An ihm aber auch. Naja. Weil keiner wie er kann so liebevoll machen. Keiner. Keiner von all denen. Er bringt Ihnen Leid. Ja, genau mit dem. Das ist einfach. Ja, hoppala. Ich muss kurz einschalten. Ja. Haben Sie eine Ahnung, Herr Nowak? Wahrscheinlich irgendein Tier oder was? Überlegen Sie einmal. Ein Lama. Du bist Zoodirektor und ich bin Tierpflegerin und habe mich ins Lama verliebt und möchte das Lama heiraten. Ja, aber
und da sollen wir drauf kommen. Und ja, noch fünf Wochen geht's. Da brauchst du noch sieben Wochen. Nach fünf Wochen kommst du. Ich komme im nächsten Gang. Hey, da. Gut, aber ist lustig, aber, ja? Ne. Wahnsinn. Oh, verdammt. So, was ist das jetzt da? Das ist die Hauptspeise. Die Hauptspeise? Blunzenkrästel oder was? Nein, nein. Das ist aber relativ helles Blunzenkrästel. Also Nudeln. Olabe. Nudeln mit Parmesan. Nee, nee. Ich unterstelle Pesto. So, Pesto, dabei. Okay, gut. Bitte schön. So. Wegen der Distanz. Wegen der, ja, ja. Ja, verzeiht. Viel Text. Nein, nein, das ist nur viel Information. Böse Zungen behaupten, dass gegen Corona nur Sekt. Schmeckt's? Ich habe dir auch erzählt, dass ich mich scheiden lassen möchte. Also, von der Barbara? Ja, ja, na klar. Aber also, ist noch deine Frau? Ja, aber den Ring oft auch hast du Pech, ja. Lustig. Ja. Naja, und ja, und das letzte Mal, wie ich bei dir war, weißt du, wie wir den geilen Sex gehabt haben, die ganze Nacht. Also, ich erinnere mich, also das war wirklich. Und du weißt doch, oder? Und habe ich gesehen, das ist einfach so herumgelegen, ich weiß auch nicht. Ich meine, das war einfach drinnen in dem Album. Und ich habe mir gedacht, ja. Im Fotoalbum? Nein, in dem anderen, da wo du diese. In den Steuerbeschein. Weißt, nein, du hast mir deine Sammlung gezeigt. In der Briefmarkensammlung. Ja. In der Briefmarkensammlung. Ja. Und ich habe dann eine genommen, und da war kein Stempel drauf. Und ich dachte, ist egal. Und was hast du denn gemacht mit dir? Naja, was glaubst du? Ich hab's nicht mehr gefunden, mein Schatz. Ich hab's nicht mehr gefunden, aber dachte, was hat der Schlawiner gemacht? Ja, na, was habe ich gemacht? Naja. Schau, das kann passieren, aber ja, mir kann auch passieren, dass ich ein bisschen Zyan Kali eingemischt habe in die Nudeln. Ach so, wirklich? Weil die Marken kriege ich nicht wieder, Spatzi, ja, aber dafür bin ich geschieden. Weil ich hab's auf die Scheidungsurkunde habe ich's draufpickt, die Marke. Munter. Na ja, so. Herr Nowak, ich muss sagen, ich habe bewundert, wie immer ich Sie bewundere. Haben Sie eine Vermutung? Also. Das ist es, bitteschön. Er will mir gestehen, dass er die Scheidungsurkunde mit der blauen Mauritius versehen hat, die ich im Album gehabt habe. Ja, also, ich muss also sagen, mit der Briefmarken, ich bin hin und weg. Liebe Eva, soll ich noch was nachschenken? Nein, jetzt lassen wir es, ja? Wir haben nur mehr einen Gang, es ist alles in Ordnung. Ach so, na, danke! Was gibt's denn dann noch? Wird dann würde jetzt einen roten nehmen. Was ist Süßes? Was Süßes? Ja, da hier gibt es einen Rotwein. Ein Rotwein, ne? Ich wär schauen, wir werden das schon irgendwie auftreiben. Notfalls nehmen wir nicht mehr so. Nein. Sie wissen, ob der Aufgabe. Ja. Küsse haben. Danke. Reinhard. Ja. Was gibt's? Das musst du so mit einer Überschrift drüber schreiben. Es bringt viel Geld. Okay. Was muss ich tun? Du musst sein, wie du bist. Verstell dich nicht zu viel, du bist fast genau dort, wo also so cool was gefordert ist. Okay. Ja. Du musst, was soll ich sagen, was kannst du verlieren? Naja. Ich kann fast alles. Also, alles? Ja. Hast du alles drauf? Ja, oh, Mann, mit dem schwarzen Bart kennst? Nein, also das gerade ist, also ich meine, ich kann wirklich viel über das, wer singt das? Okay, mal. Kannst du mit alten Menschen? Nein, na ja, das kommt ja vor was. Also ich meine,
Es hat einmal ein Unternehmen geworben, dass man auch im hohen Alter Sex haben kann. Und es gibt auch Situationen, Altersmomente, wo man sagt, wurscht, ich bin, es gefällt mir. Und genau das musst du bei den Menschen herzaubern. Okay, also ich bin ein Pharmavertreter, der Viagra vercheckt, oder was? Naja, es ist nicht weit hergeholt. Kommt du schon, hoppala? Knopf vorbei, es hat er dem. Nein. Probieren Sie es noch einmal. Reini, ja. Du musst dich gerne ausziehen. Vom Berufswegen schon. Ja. Also, was könnten Sie da sein? Stripper, Chippendale. Vielleicht die Begrüßung noch, die üblicherweise war von dem. Guten Abend, die Madl, guten Abend, Heinz die Burm. Herr Novak, so. Bitte sofort. So. Ja, gut, aber das, ist ja, das wäre zu einfach. Ja, ne, aber das, naja, das wollte ich eben nicht sagen. So, aber was ist guten Abend, die Damen, guten Abend, die Herren, ja, servus, die Madl. Nein, grüß euch, die Madl, servus, die Burm. Also du bist der Heinz-Konrads-Dubel in einem Altersheim und bist der Stripper. Sie sollen als Stripper in einem Altersheim. Bitte, wer lässt sich das einfallen? Wo ist der? Wo ist der? Das war nicht ich. Herr Novak, möchten Sie fertig essen? Oder soll ich schon den Rotwein bringen? Schon. Wegen ein Dessert wäre es gewesen. Warte, Sie haben ja noch kein Dessert. Ich habe jede Folge Seniorenclub und jede Folge Heinz Konrads gesehen. Was war der Unterschied? Ja, aber das war daheim, Was war der Unterschied? Ich habe glaubt, der hat moderiert. Verzeihen Sie. Nein, der Heinz Konrads bei Heinz Konrads moderiert. Ja, das war ja eine eigene Sendung. Guten Abend am Samstag. Ja, Abend am Samstag. Genau, das war der Titel. Das andere war Senioren. Dann hat es gegeben, liebe Familie. Das war das nächste. Das genau. Live. Mit Franz Stoß. Genau. Hilde Kral. Das war eine Impro. Das war Impro-Show. Impro-Show, ja. Ein bisschen ein Skript habe ich schon gehabt. Aber das haben wir auch immer Auftrag gehabt. Immer. Damit die Nachrichten am Anfang, dass man gesehen hat, das war wirklich live. Immer, da sind immer alle davor gesessen. Ja, früher hat man gesagt, Stehgreif zu dem. Stehgreif, genau. Mein Gott, das kann ich doch nicht essen. Ein Tiramisu! Soll ich beides dem Nein, natürlich nicht. Natürlich. Herr Novak, du kannst das. Herr Novak, bitte. Also ich bin schon wieder dran. Mhm. Nachdem der Heinz Konrads so ist blöd, wenn er halt so jung ist und nicht kennt. Wir zwei. Ich meine, wir haben es erfunden. Liebe DFA, Ihnen sieht man es halt nicht an. Ja, stimmt. Das ist super. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es noch blöder werden kann. Wir sind dabei. Also, Folgendes. Du kennst mich ja schon an, du hast mich ja auch ernannt. Ja, hier in Bayern. Und wir müssen schauen, dass wir wieder mehr die Leute ja, in die Kirchen bringen, die Gläubigen. Ja. Ich hätte von dir einfach gerne. Auf die katholische Kirche. Genau. Genau. So. Auf die katholische, dann schauen wir mal. Was trinkst du da? Was trinkst du da? Ist das ein Roter? Ja, das ist ein Roter. Also fast so gut wie unser Messwein. Also wirklich. Hm. Nein, das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Schau, ich von dir einfach gerne, und das ist einfach wirklich jahrelang schon einfach hintangestanden, ja, und es ist einfach so was Traditionsreiches in Bayern. Ja, alle essen es, ja, nicht nur in Bayern, auch in Kitzbühel gibt es ganze Partys, ja, ganze Partys, was ist das eine Schirm. Nein, nicht das, es ist zwar auch weiß, aber... Ja. Ich schirm's es meterweise rein, ja, die ganze Zeit, und dann essen sie dazu. Koks, was gibt's denn an Weizen? Ja, jetzt komm, ich seh, tu ich nicht so blöd, nein, du weißt es ganz genau, du warst ja auch schon mal bei uns und hast das reingeschoben, mit dem Senf. Und die Weißwurst. Ja. Die Weißwurst. Ja, genau. Jetzt sind wir durch. Ja, genau. Ja, und ich hätte es gern, dass du in deiner Funktion, na, sag's du sollst es sagen.
sicher nicht. Ich bin Moderatöser von F2. Ich sage jetzt nicht das, was ich glaube. Na, wo? Sie haben, doch, sag sie. Man hat Ihnen eine Rolle zugeraten. Haben Sie eine Vermutung? Ich weiß es nicht. Nein, ich habe keine Ahnung. Schau, ich bin der Bischof von Bayern. Und ich soll mein Gegenüber, also dich, den Papst, also du solltest der Papst sein. Die Päpstin, es gab eine. Ja. Angeblich. Ja, ja, ich glaube, das weibliche und männliche ist da irgendwie aufgehoben. Spitze. Ja. Du solltest ich soll dich überzeugen, dass du die Weißwurst heilig sprichst. Liebe Eva, Ihre Aufgabe, bitte schön. Ah, aber jetzt kriegen wir nichts mehr zum Essen. Jetzt sind wir schon, das tut mir sehr leid, Sie müssen bei. Ich kann aber schauen, ob noch ein paar Nudeln da sind. Aufgegessen hast, als gäbe es kein Morgen. Ja, das früher war so wenig. Küss die Hand. So. Und der Wein ist gut. Ich bringe ihn sofort. Nein, aber das muss ich aufpassen. Trinken Sie vielleicht dazwischen ein Wasser. Nein, vor allem die, vor allem die Frau Scheitz hat gerade die Arbeit. Sie können ruhig. Soll ich schauen, ob ich ein Requisit finde? Haben Sie es gemerkt? Ja. Toll, toll, toll. Es reicht mir. Es reicht mir wirklich. Du weißt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, du weißt es seit 1000 Jahren. Oder ich weiß nicht, wie lange wir uns kennen. Und jedes Mal, wenn du mir was hinstellst, ist es drinnen. Jedes Mal. Und ich hab die Schnauze voll. Kannst du bitte ein bisschen weniger schreien? Nein, ich kann nicht alles zurückschicken. Ich kann nicht alles sagen. Bleh. Nein, du kennst mich und du kennst mich gut. Bitte, bitte. Was kann ich? Sterben! Alle sterben deinetwegen! Und immer habe ich's am Teller! Ich kann nicht mehr! Ich will auch nur, was bereits runtergefallen ist, vom Baum, vom Strauch. Dann ist es, was ist es? Wenn ich das jetzt wieder habe, ich schwöre, dann mache ich Schluss. Ich mache jetzt Schluss, ich kann nicht mehr. Und das weißt du auch. Jedes Mal sehe ich entweder ein Ei, ein kleines Ungeborenes vor mir, das ich essen muss. Aber jetzt hast du wirklich den Vogel abgeschossen. Jetzt, ich mach nicht mehr. Nein. Komm, vielleicht. Und ich weiß nicht einmal, ob auf der Traube von diesem Sekt nicht auch eine gesessen ist. Vielleicht trinke ich sie mit. Vielleicht trinke ich die Reste von diesem mit. Ja, was? Von Fliegenschiss oder was meinst du? Was denn? Und was ist ein Fliegenschiss? Ist das nichts wert? Ist das nichts wert in unserer Gesellschaft? Ein Fliegenschiss? Ja, bitte. Ein Fliegenschiss. Wenn es noch einmal passiert. Einmal. Ja. Haben Sie eine Ahnung, Herr Nowak? Ja, keine Ahnung. Frau Scheiß, dann werden Sie so knieweich, das abzulösen. Also, ich bin Veganerin. Und du hast für mich gekocht. Ja. Und ich habe in diesem Essen eine Fliege gefunden. Okay. Ich hab nicht gewusst, dass Sie. Welbe aber glänzt. Sie haben Gott sei Dank. Küss die Hand. Okay. So. Danke vielmals. So. Einmal, ich bin froh. Einmal in meinem Leben. Ich finde es immer amüsant, wenn Sie lesen, was die Aufgabe ist und dann. Was ist Sendezeit? Verkürzen Sie es einfach, machen Sie es knackig, Herr Nowak. Also. So, also ich habe keine Ahnung, das ist ja einfach. Beschleicht dich! Schieß an der Trampe! Schieß an der Trampe! Du bist ein deppertes Sau, wirklich! Ja, bitte, ich hätte gern. So eine Sau! Doch! Ja, was doch, der sicher! Hör auf zu lachen, du Drecksau! So, Bauern trampelt, deppertest du! Ja? Reini, nimm eine Weintraube. Liebling, sag mir, was du willst von mir. Ja, ich hätte gern, dass du mich. Ja? Bah. Was denn, Liebling? Ficken, da man ficken die ganze Zeit! Die ganze Zeit? Ja, oh ja! Und wenn man jetzt. Ja, endlich!
Ganz schlimm. Ficken mit dir, ja, du. Ja. Du bist so eine Drecksau. Ja, ich bin. Mir ist alles wurscht. So. Du. Ja. Ich selber die Weintrauben, die blöde Sau. Ja, ich ist so. Die blöden Weintrauben. Ja, und bitte. Die blöde Sau ist jetzt so. Die Weintrauben. Warte was? Mal. Und jetzt. Sagst du jetzt ja oder nicht? Ja. Super. 12. Oktober heiraten wir. Ja. Weißt du, das bisschen Tourette. Großartig. Ein Tourette-Mensch. Ich bin sehr froh, Herr Novak. Sie sind großartig. Selbstverständlich war das die Aufgabe. Großartig gelöst. Danke für mich. Das war eine einzigartige Sendung. Ich danke Ihnen beiden vielmals, dass Sie bei mir zu Gast waren. Schalten Sie nicht. Auf ein neues. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt Dinner für zwei. Dankeschön. Gute Nacht. Und träumen Sie nicht, Tourette. Oh, my God.